Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Fez. Und ja, wir sind immer noch in diesem ziemlich idyllischen Gebiet hier. Beim Glockenturm, um genau zu sein. Und wollen nun mal gucken, ob wir nicht in die anderen Gebiete noch weiterkommen. Hier scheint es weiter zu gehen, aber ich will erst einmal vom Glockenturm wieder zurück. Und das Gebiet hier unten suchen. Mal gucken. Also vom Glockenturm zurück zum Ausgangsgebiet. Da kommen wir ja hier raus. Gucken wir mal kurz. Yep. Und es gibt nach oben ein Gebiet. Nach da gibt es zwei Gebiete. Also gucken wir mal. Vielleicht können wir auch ein bisschen erkennen, wo was sein soll. Auf der Karte. Also wenn wir von hier aus zum Glockenturm gucken, müsste hier die Tür weiterführen in das Gebiet. Ah, da hinten ist ein Leuchtturm. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Auf jeden Fall schon mal zu einem Leuchtturm. Und ja, tatsächlich, wir sind in einem Leuchtturm angekommen. Können uns hier mal kurz umgucken. Ob wir hier was im Hintergrund sehen. Hier sehen wir das Gebilde. Hier sehen wir noch was anderes, Neues. Da kommen wir wahrscheinlich da oben hin. Hier sehen wir nichts. Und hier sehen wir auch nichts. Okay. Würde ich mal sagen, gucken wir uns erstmal bei dem Leuchtturm hier um. Hier können wir nicht runter. Wir können hier höchstens wieder hochklettern. Ja. Mal hier über den Steg darüber gehen. Oh, mal gucken, was das hier ist. Das sieht interessant aus. Was auch immer es ist, man kann es nicht benutzen. Höchstens von anderen Stellen aus vielleicht. Nö, und dort hat dazu auch nicht wirklich was zu sagen. Gucken wir erstmal hier rein. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Beziehungsweise wir haben zwei Schlüssel bekommen. Gucken wir erstmal hier in das Haus. Hier kriegen wir noch eine Kiste. Hopp. Und da ist sogar noch eine Tür. Ach, und wir haben einen neuen Würfel gekriegt. Gut. Dann gucken wir mal, was in dieser Truhe drin ist. Dum, 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 dum. Noch eine Karte. Die gucken wir uns gleich an. Das sieht aus wie ein Gebiet und das Rote sieht aus wie irgendein Geheimnis. Wahrscheinlich, wenn man sich das genau ansieht, der rote Strich ist näher der kleinen Insel als der rote Strich. Wahrscheinlich ist das der Weg zu der Insel. Halten wir mal Ausschau nach diesem Gebiet. Aber jetzt gehen wir erstmal hier durch. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wo sind wir? Interessant. Sehr interessant sogar. Da oben habe ich, glaube ich, irgendwas gesehen. Jupp. Da oben liegt definitiv was. Klettern wir mal hier hoch. So. Nehmen uns den Würfel. Und sind oben auf dem Leuchtturm und haben sogar das, die beiden Gebiete abgeschlossen. Ui. Das heißt, da gibt es also nichts mehr. Wie kommen wir da rüber? Ich traue mich lieber von hier unten zu springen. Ups. So. Und hier reingucken. Ach, das ist dieses Gebiet hier.
Nach oben. Dann ist das hier gar nicht der Leuchtturm gewesen. Das müssen wir mal ein bisschen drehen, dass ich das sehe. Der Glockenturm, genau. Die war nur überlappt. Genauso wie es sich hier überlappt hat. Ah ja. Okay, die Karte kann ein bisschen verwirrend sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir gerade sind. Ich würde vorschlagen, hier gehen wir... Obwohl, hier können wir eigentlich lang gehen. Wenn ich mir das da richtig angesehen habe, geht es da nämlich nicht so großartig weiter. Ja doch, es gibt eine kleine Kammer und es gibt noch eine große Kammer. Aber gut. Das hier sieht mir nach einem Drehrätsel aus. Das ist ein Drehkreuz. Drücke ja. Okay, das kennen wir schon. Jetzt müssen wir das nämlich so drehen. Wir dürften erstmal hier hochspringen können. So, dann wenn wir hier runter gehen. Genau, so kommen wir denn darüber. Dann können wir nämlich hier runter und hier durch. Gibt es hier eigentlich irgendwas Besonderes? Nein, hier gibt es gar nichts. Und da ist schon mal eine Tür in dem Wasserturm. Gucken wir mal, ist das das kleine Gebiet oder ist das ein größeres? Das ist das größere. Und von da aus kommen wir zu noch einem noch größeren. Okay, dann gehen wir hier jetzt erst einmal zurück. Ich will nämlich das kleine Räumchen finden. Mal umgucken. Da unten ist eine Tür. Können wir so in die rein? Nein, können wir nicht. Wir müssen irgendwo eine Möglichkeit finden, den Wasserstand zu ändern. Achso, das ist gar keine Tür. Das war einfach bloß... Ich dachte, es wäre eine Tür. Hoppala. Falsch gedacht. Jetzt muss ich erst wieder hier hochkommen. Ups. Wieder hier hoch. Hoch. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich da wieder rüberkomme. Ah ja, genau so. So. Sehr schön. Hier wieder durch. Und hier gibt es ja leider nichts. Nein. Schade. Ich schätze mal wirklich, dass wir den Wasserstand mal senken müssen, um zu sehen, was es noch so für Geheimnisse hier gibt. Hier heißt es jetzt erstmal wieder Kletterpartie. Warum auch immer wir so eine hier was drehen können. Was bringt uns das? Ah ja, okay, ich verstehe. Runter und nochmal drehen. Und schon können wir hier hoch. Jupp. Habt ihr das da oben gesehen? Hier ist auf jeden Fall ein komisches Schild. Kann ich auch davor gehen? Ja, kann ich, aber ich kann es nicht entziffern. Da oben ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Oh, und neues Gebiet wird geladen. What the... Ist das ein Hotel oder was?
Vögel. Vogel, hallo. Ach du Heiliger. Wenn ich ein Portal finde, ich porte mich erst einmal wieder hierhin zurück. Weil, guckt euch das mal an. Ich habe noch nicht mal hier alles erkundet. Dann hier und hier. Also erst einmal einfach da hoch und das Portal suchen. Ja. Wenn ich einen Weg hoch finde. Ihr dreht euch komisch. Ich schätze mal, das Portal ist genau da oben. Ah toll, die drehen mich mit. Da ist das Portal. Da ist der Weg hoch zum Portal. Hopp. Mist. Jetzt wieder hier hoch. Nee, nee, das Gebiet hier erkunde ich erst. So. Eidechse, hallo. Erkunde ich erst, wenn ich das andere Gebiet einigermaßen erkundet habe. Genau, nämlich hier, dieses Gebiet. Da geht's zum Glockenturm. Beim Glockenturm haben wir noch nicht alles. Nein, ich will zum Glockenturm gucken. Genau, da geht's nämlich... Beim Glockenturm gibt es nämlich ein Gebiet nach unten noch. Und diese Fragezeichengebiete hier. Ich bin fast versucht, wieder zum Glockenturm zu gehen, aber... Gucken wir erst einmal, ob wir die Seite finden mit den beiden Türen. Okay. Hier ist die eine Tür, durch die wir gekommen sind. Da ist noch eine Türe. Wo führt uns diese Türe hin? Da ist noch eine Türe. Ist auf der Seite noch eine Türe irgendwo? Vielleicht oben mit dem großen Baum, aber ich will erstmal durch die Türe gehen. Die führt zu etwas Seltsamen. Einem Wasserfall in Form eines Kopfes. Ui. Da oben ist auf jeden Fall wieder ein Würfelstück. Und hallo Eule. Und du siehst irgendwie komisch aus, aber dich können wir auch nicht benutzen. Okay. Wir sind in einem neuen Gebiet mit noch mehr neuen Abzweigungen. Also gucken wir uns hier mal um und hoffen mal, dass wir nicht wieder in noch ein neues großes Gebiet kommen. Hallöchen, was haben wir denn da? Seht ihr das? Hinter dem Wasserfall? Nur benutzen kann ich es leider nicht. Kann ich dich hier benutzen? Nein. Moment mal, du siehst so aus wie das da oben. Drauf rumspringen bringt definitiv nichts. Und machen können wir damit auch nicht wirklich was. Können nur hier hochklettern. Oh, eine Bombe. Was bringt uns denn die Bombe? Können wir die da runterwerfen und das Ding in die Luft jagen? Sieh dir das an. Das ist eine Bombe. Ja. Toll. Hier war auf jeden Fall eine Türe. Die war aber nur zu einer bestimmten Uhrzeit aktiv. Aha. Okay, das erklärt's. Da ist ein Eingang, den wir freibomben können. Da ist noch ein Eingang zum Freibomben. Deswegen gehen wir hier hoch. Ah, hier kommen wir nicht hoch. Mist.
Hier kommen wir aber hoch. So. Reicht das? Ja, das reicht. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, ich würde sagen, bevor wir uns hier umsehen, hier sieht es nämlich wieder ziemlich krass aus, mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.